Und weiter geht es mit unserem Rundflug durch oder über Xcode. Neben den Einstellungen, die wir im vorherigen Video haben, wollen wir uns jetzt hier beschäftigen mit dem Startbildschirm. Hier Welcome to Xcode, der da also immer nach vorne kommt, wenn man Xcode öffnet. Kommt der wirklich immer nach vorne? Also es könnte ja passieren, dass ihr hier unten mal klickt und sagt, ich möchte dieses Fensterchen nicht sehen, wenn Xcode startet. Und wenn ihr dann Xcode noch einmal starten würdet, dann sähe es eben so aus. Ja, hier oben im Menü steht, dass Xcode läuft, aber mehr haben wir nicht auf dem Schirm. Dann ist das für viele schon so ein leichter Panikmoment. Wo ist denn jetzt dieser tolle Startbildschirm? Hier Window und dann Welcome to Xcode, dann ist er auch wieder da. Also, so einfach ist das und ich empfehle, lasst ihn euch einfach anzeigen, wenn Xcode gestartet wird. Ja, wie war das? Ich darf über fast alles reden, aber nicht über 7 Minuten. Das war nämlich so die Idee hier, viele kleine kurze Videos zu machen, die ihr euch auch einfach so als Pausenfüller anschauen könnt. Und dementsprechend laber ich auch gar nicht so lang rum, sondern wir gehen mal weiter. Hier, get started with a playground. Denn das ist ja nicht nur ein Startbildschirm hier von Xcode, der statisch ist, sondern das ist ein Menü. Und dann lasst uns doch gerade mal anschauen, was es denn auf sich hat mit diesen Playgrounds. Also Playgrounds, Spielplätze, Sandkästen, übersetzt ganz frei. Da kann man eben mal so ein bisschen rumexperimentieren. Jetzt bin ich allerdings nicht so der allergrößte Fan von diesen Playgrounds. Es ist nämlich eine relativ zähe Angelegenheit, bis da mal was losgeht. Das werde ich euch auch gleich demonstrieren. Trotzdem werden wir auch hier in diesem Videokurs immer wieder mal Playgrounds machen, denn praktisch sind sie schon, wenn man mal eben was zeigen will, zum Beispiel zum Thema Swift. Und dann muss man ja auch nicht immer ein iPhone-Projekt gleich machen. Aber nun, im Vergleich zu anderen Kursen halte ich mich da ein bisschen zurück. Trotzdem sollte man mal so etwas gesehen haben. Ja, was können wir tun? Hier haben wir schon diese typische Auswahl. iOS, tvOS oder macOS, da lässt sich also wählen, für welche Plattform man so einen Playground haben möchte. Wollen wir einen leeren Playground haben oder für Spiele oder irgendwas für Maps oder gleich ein Single View, der auch schon grafisch ein bisschen was darstellt. Wir machen hier mal einen ganz einfachen Ausflug in ein iOS Blank Playground und dann werden wir schon gefragt, wo darf es denn hin? Ja, ich leg das ab in die App-Werkstatt Udemy, hier der Einsteigerkurs Playgrounds und dann nennen wir es doch auch schon unser erster Playground. Dann haben wir doch auch einen Namen für das Ding und dann sehen wir schon, wie das Ganze daherkommt. Relativ übersichtlich, ja, wir haben also hier einen Bereich für unseren Quelltext und wir haben hier einen Ausgabebereich. Ja, und jetzt kommt schon das, was ich eben meinte. Hier oben steht nämlich Launching Simulator, Leute, und das dauert und dauert auch auf einem schnellen Rechner. Damit wir jetzt hier keine Zeit verschwenden, drücke ich mal die Pause-Taste. Ihr könnt es ja auf eurem System dann in Ruhe selber probieren. Ja, und dann geht es endlich weiter. Hat also hier fast eine Minute gedauert. Und dann sehen wir hier drüben Ausgaben zu dem, was sich hier in unserem Editor befindet. Können wir mal ein kleines Beispiel machen? Selbstverständlich können wir das. Machen wir doch mal eine Zahl A mit dem Wert 5 und machen wir eine sogenannte Konstante B mit dem Wert 7 und dann sagen wir doch mal, dass C gleich A plus B sein soll. Und dann sind wir sicherlich ganz überrascht, wenn unser Playground zum Ende gekommen ist, dass A plus B, sprich 5 plus 7 gleich 12 ergibt. Wer hätte denn das gedacht? Also, dass wir es jetzt hier haben, ja, Variable String, Let A, Import UI Kit und so. Leute, keine Panik, Schritt für Schritt. Wir wollen ja hier auch nicht erstmal trockene Theorie machen und irgendwie eine Sprache lernen. Sinn von dem Kurs ist ja, dass ihr schnell in die iPhone-App-Programmierung hineinkommt.
Aber natürlich werden wir uns auch mit diesen, grundlegenden Eigenschaften beschäftigen müssen der Sprache Swift. Da kommen wir aber Stück für Stück drauf. Also hier bitte jetzt nicht böse sein, wenn ich euch das nicht im allerkleinsten Detail erkläre. Ihr werdet noch genug von mir zum Thema Swift, Variablen, Konstanten, Klassen, Objekten, Strukturen, Methoden, Observern und so weiter hören. Also kein Stress, ne? Stück für Stück. Das war also unser Playground, den machen wir dann auch mal zu und dann gehen wir gleich wieder zurück. Window, welcome to Xcode und wir würden uns dann jetzt im nächsten Video mal anschauen, Create New Xcode Project, weil, klar, kurze Episoden sind gefordert. Wir sehen uns gleich im nächsten Video.